Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und der monatlichen Entdeckung für den August 2024. Ja, jeden Monat gibt es hier bei mir was zu entdecken, beziehungsweise ich entdecke natürlich jeden Monat sehr, sehr viel. Und diesen Monat ist es folgende CD, das hier. Und zwar ist es ein bisschen was Untypisches, so außerhalb meines ja, sonstigen Wohlfühlbereichs von Black Metal und Hard Rock. Es ist The Exploding Boy mit dem Album Afterglow. So. Es ist deswegen mal was ganz anderes, denn die Entdeckung ist auch ein bisschen anders stattgefunden. Es ist nicht auf einem meiner typischen YouTube-Streifzüge während der Arbeit suchend nach Black Metal bei Black Metal Promotion oder Atmospheric Black Metal Albums oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich ist The Exploding Boy morgens sehr früh entdeckt worden. Und zwar hat meine Freundin morgens Spotify gehört, während sie sich für die Arbeit fertig gemacht hat, auf dem Handy laut und ich hörte, ich wurde wach und da lief ein Song, der hat mich fasziniert und da habe ich nachrecherchiert und das war The Exploding Boy. Und der Musikgeschmack meiner Freundin ist da durchaus anders als meiner, sie ist da eher Gothic geprägt, manchmal ein bisschen Visual Key und J-Rock und bla bla bla. Und so ist dann hier auch der Stil von The Exploding Boy. Ja, von was für eine Band sprechen wir da, The Exploding Boy? Es ist eine Band, die hat sich 2006 gegründet. Das Album hier, Afterglow, wo der Song drauf ist, den ich entdeckt habe, dazu komme ich dann später genauer, ist 2009 entschieden, Afterglow. Und das Ding hat 10 Songs, 41 Minuten Spielzeit. Bei The Exploding Boy sprechen wir von einer sehr, sehr spannenden musikalischen Mischung. Denn es geht ganz klar in die, ja, diese Proto-Gothic-New-Wave-Post-Punk-Richtung. Kombiniert aber mit so Indie, so Indie-Elementen letztlich, Alternative-Elementen. Wenn man das in Bands runterbrechen würde, dann ist das, also auf jeden Fall muss man hier nennen The Cure. The Cure mit so ein bisschen Joy Division, ein bisschen She Passed Away, kombiniert mit Beast Milk und Kasabian. Da kommt so ein bisschen dieser alternative Indie-Einfluss. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Shoot the Runner, die haben ein paar Hits gemacht, auch so vor 20 Jahren oder so. Und das so in Kombination. Das ist auch von Song zu Song durchaus unterschiedlich. Manchmal mehr rockig, manchmal New Wave-ig. Da haben die schon auch sehr verschiedene Ansätze pro Song. Es klingt aber immer wie aus einem Guss. Musikalisch ist es dadurch, dass es diesen Post-Punk-New Wave-Anstrich hat, bassig. Du hast nämlich eher eine dünne Effektgitarre, die so kleine, ja, so diese typischen Secure-Elemente spielt, aber halt häufig einen sehr laufenden Bass. So, und die Drums leicht technisiert, verhallt, dadurch kriegst du auch diese Post-Punk-New-Wave-Note rein. Der Gesang eher klagend, emotional. Erinnert manchmal an Beast Milk, manchmal, entschuldigt, mehr an The Cure. Der benutzt auch sehr viele verschiedene Stimmen, der Sänger hier. Das macht tatsächlich viel Spaß. Und das schafft es dann in der Summe, ja, auch einen sehr vielseitigen Sound hinzubringen. Weil wie gesagt, die Bands, die ich genannt habe, The Cure, Joy Division, Beast Milk, She Passed Away, Kasabian, das sind schon auch sehr unterschiedliche. Und das leben die ganz unterschiedlich aus. Das gefällt mir. Was aber ein roter Faden des Sounds und des Albums ist, ganz klar, ist die Emotionalität. Wir reden ja hier von Post-Punk, New Wave weitestgehend. Und es ist immer sehr emotionale Musik. Das kann man nicht anders sagen. Und es hat immer einen kleinen Depri-Anstrich, so ein bisschen No-Future-Stil. Dazu aber auch so klagend, traurig, manchmal aber auch einfach nur atmosphärisch, leere so ein bisschen. Klar, alles irgendwie auf dem Spektrum der negativen, traurigen Emotionen, ganz klar. Aber das ist einfach das, was zu diesem Sound gut passt. Und das gefällt mir sehr gut. Ich bin ein großer Cure-Fan, ganz klar. Joy Division sowieso. Beast Milk haben damals für mich alles abgerissen. She Passed Away ist eine großartige Entdeckung gewesen. Und Kasabian mag ich tatsächlich auch. Insofern war es auch klar, dass die mir hier gefallen. Und die schaffen es tatsächlich, das sehr unterschiedlich zu machen. Und dann sind wir bei den Songs. Es fängt nämlich relativ rockig fast an mit dem Song The Right Spot, der schon am ersten Song direkt sehr geil zeigt, dass die nämlich auch eine Kunst sehr gut beherrschen, neben einem geilen Sound zu haben, nämlich Refrains zu schreiben. Die machen jetzt nicht einfach nur, die machen schon sprachliche Refrains, das ist nicht nur so ein catchy Rausrufen des Songtitels, sondern es ist schon so, dass die sehr textlich dabei sind und der Song ist wirklich
ein geiler Opener, der ist eher aus dieser Kasabian-Indie-Nummer-Richtung hier, weil der auch sehr Gitarren, also der hat eine sehr fette Gitarre dabei, das ist nicht bei jedem Song so. Und der macht schon Spaß. Der Witz ist dann ganz, ganz anders, wie es weitergeht. Das war ja eine rockige Nummer. Wir haben zum Beispiel dann mit dem fünften Track See You eine rein akustische Nummer fast, ohne Drums. Ganz andere Nummer, hat aber vollkommen, ja, auch so seinen Sinn. Ne? Geht dann auch in eine, ja, ich will nicht sagen folkloristische Nummer, aber es ist schon dann nochmal ein ganz anderer Spirit. Richtig geile Songs, muss ich hier definitiv noch erwähnen, ist der siebte, Intervention. Richtig, richtig geil. Der hat so eine The Cure, The Forest Note. A Forest, nicht The Forest, A Forest. Mit so einem dim 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 bum bum bum. So, und dann nur so ein ganz bisschen Gitarre zum Auflockern, für Atmosphäre ein bisschen. Geile Nummer, wirklich großartige Nummer. Vor allem nachts, ich habe die Album so viel auf dem Weg zum Auflegen und dann nachts zurückfahren und so gehört. Mann, das ist so richtig geile Nacht durch die Stadt, Musik, echt schön. Und dann auch noch positiv erwähnen, Desperados, das ist der Song danach, der Nummer 8. Der ist auch eher Kasabian-mäßig, Indie, kommt ein bisschen aus der rockigen Schiene, aber halt immer auch irgendwie mit seinem eigenen Spirit. Der Song, mit dem ich aber hier ganz, ganz ja, rangekommen ist, ist der dritte. Und das ist wirklich der Überhit, weil der kombiniert alles ein bisschen und der macht so ein bisschen Best of All Worlds innerhalb dieses Sounds. Der Song heißt London. Das ist der Song, den meine Freundin morgens auf dem Handy hat laufen lassen im Bad. Und ich den aufgeschnappt und gesagt, fuck, was ist das? Dann hat die mir das halt kurz rausgesucht. Ich habe blind bestellt und wurde mal wieder nicht enttäuscht. Aber dieser London-Song, der ist wirklich das Highlight schlechthin. Der ist was länger, der hat einen geilen Refrain, der hat leichte rockige Note, der hat aber auch diese Post-Punk-New-Wave-ige Note. Der benutzt auch eine andere Stimme, die ist deutlich höher da. Vielleicht singt es auch jemand anders innerhalb der Band, das kann ich gar nicht sagen, ich glaube nicht. Aber der benutzt eine höhere Stimme, aber der hat eine ganz, ganz wundervolle Emotionalität. Dieser Song ist wirklich, das ist so ein richtiger 10 von 10er Song, das ist so ein richtiger Überhit. Und ja, der hat wirklich, der hat was unglaublich Emotionales, bisschen Depri-klagend, der Song ist sehr klagend, und ja, vielleicht ist es manchmal auch so die eigene Emotionalität, die man da plötzlich wiederfindet, wenn man so einen Song hört. Hat bei mir auf jeden Fall gezündet, aber dieser Song ist wirklich ein Ohr wert, muss man sagen, ganz klar. Und gerade wenn man auf diesen Stil, auf diesen Post-Punk New Wave-Stil steht, vielleicht tatsächlich auch hier mal alle Beastmilk-Grave Pleasures-Fan aufgemerkt, denn das ist eine Band, die geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Ist ja auch eine schwedische Band, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Aber die machen halt wirklich sehr viel richtig. Die machen eine schöne Gothic-Note, eine Post-Punk-Note, ist dabei aber auch rockig, ist dabei aber auch poppig, hat diesen New Wave, es hat diesen No-Future-Spirit, es hätte halt auch 80er Jahre sein können. So ein bisschen auch so eine Mischung aus She Passed Away, Kasabian, wie gesagt, The Cure dabei, aber The Cure ist bei all diesen Bands dabei. Es ist wirklich einfach rundum eine sehr, sehr geile Mischung. Und was dann halt wirklich das Schöne ist, dass die auch schaffen, dann diese Hits draufzupacken. Denn du kannst dir wirklich sehr viele Songs rausnehmen. Ein absoluter A-Klasse-Überhit, das ist London, der dritte Track. Da muss man auf jeden Fall reinhören. Aber wie gesagt, ich habe andere erwähnt. The Right Spot, Intervention, Desperados, aber gerade The Right Spot, Intervention, das sind richtig, richtig geile Songs. Catchy Refrains dabei. Der Witz ist die Songs. Ich meine, wir haben 41 Minuten Spielzeit, 10 Songs, wie schon erwähnt. Sind durchaus auch mal was länger. Und gerade auch so ein London-Song, der geht auch mal über dem Durchschnitt. Aber es funktioniert trotzdem, weil die einfach mit einer geilen Emotionalität, einer geilen Atmo einfach daherkommen. Und dann schaffen sie es zu überzeugen, das ist tatsächlich eher dann so ein Song, London vor allem, der gar nicht enden will. So, und das ist völlig, der muss nicht enden. Der ist wirklich gut, wie der ist und der saugt einen richtig auf. Das ist wirklich wundervoll. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass die dann auch mit anderen, ja, Substilen, muss man dann innerhalb ihres eigenen Stils sagen, immer noch auch Hits zu schreiben, wie Intervention und The Right Spot, die sehr unterschiedlich sind. Das eine ist eine klassische Secure-Nummer, A Forest-Stil, wie schon erwähnt, oder auch She Passed Away. Und das andere tatsächlich eher so eine Kasabian-Indie-Alternative-Rock-Nummer. Und das ist ja auch das, wo die Band dann halt auch irgendwie verordnet ist. Ne? Letztlich ist alles irgendwie so ein bisschen Indie, aber du hast halt klare Post-Punk-New-Wave-Noten hier, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und sehr viele Unterschiede. Ne? Und das hörst du dann auch in der Produktion und alles, das ist halt, es ist vielseitig, es ist schön, es kommt dadurch auch super geil durch die Zeit, gespickt durch Hits, auch mit einer schönen Spannungskurve innerhalb der Alben. In der Mitte hast du was Akustisches, hinten raus hauen die nochmal einen raus wie Desperados.
Aber am Ende gibt es ja auch keinen schlechten Song drauf. Das hat alles irgendwie seine, ja, Rechtfertigung, muss man ganz klar sagen. Und ich finde, da passt einfach alles zusammen. Ich finde auch tatsächlich dann das Artwork gibt das irgendwie wieder. Das ist so ein typisches Indie-Ding, ganz klar. Irgendwie City. Es ist auch irgendwie so Stadtmusik. Ich finde, das visualisieren die hier auch sehr, sehr gut. Nachts in der Stadt, das ist wirklich großartig. Nur Lichter an, alleine auf der Straße mit dem Auto. Da berührt einen die Musik irgendwie. Und da muss man ganz klar sagen, dann gerade London ist einfach super, super geil. Wenn dieser Refrain mit dieser na, 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 Hammer, das geht sofort Gänsepelle, richtig unter die Haut. So Songs schreiben manche Bands ihr ganzes Leben nicht lang, muss man ganz klar mal sagen. Und deswegen war ich sofort verzaubert, blind gekauft und wurde nicht enttäuscht. Mal wieder eine Band, die ich eher durch meine Freundin entdeckt habe, aus dem Gothic irgendwas Spektrum. Ich meine, Gothic ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Ich würde sagen, das trifft es hier gar nicht so krass. Es ist eher eine Art Post-Punk-Hardrock. Anyway, also ich meine, im Genre müssen wir hier nicht lange diskutieren. Am Ende ist es geile Musik. Ja, die Gleichnisse habt ihr ja gehört. The Cure, Beast Milk, She Passed Away, ein bisschen Joy Division, Kasabian, ganz mit dem Indie-Teil. Aber auf jeden Fall müsst ihr in London reinhören. Das ist ein so geniales Lied. Klar, man muss natürlich auf diesen postpunkigen, new-wavigen und dann auch New-Age-Sound, weil wie bei Beast Milk ist es ja auch ein moderner und dann auch durchaus härterer Stil als im Original in den 80ern, muss man auch grundlegend abkönnen, aber es ist wirklich einfach eine super geile Entdeckung. Ja, morgens beim Aufstehen, so kann man den Tag doch starten. So, so viel von mir zu The Exploding Boy. Vielleicht kennt ihr die Band schon, ist ja sicher eine populärere Band, nur nicht in meinem, ja, Wirkungsdunstkreis, muss man sagen. Aber ich finde es immer wieder großartig, dass es auch außerhalb meines atmosphärischen Black Metals und Black Metals, den ich so höre, und Hard Rock und Punk, auch immer wieder Sachen, Perlen zu entdecken gibt. Insofern bin ich umso froher, dass es auch mal wieder mit The Exploding Boy so etwas ist. Ich habe, wie gesagt, nur das Afterglow-Album gehört. Ich habe jetzt noch keine anderen gehört. Vielleicht muss ich das nochmal quer machen. Die haben schon ein paar Sachen draußen. Der Sänger hat wohl auch ein paar Solo-Sachen rausgebracht. Müsste man mal auschecken. Vielleicht gibt es da noch weitere Perlen wie der Song London zu entdecken, weil wie gesagt, das ist wirklich ein A-Klasse-Hit. Hört ihr mal da rein? Ich hoffe, ich konnte was euch empfehlen, weil das ist wirklich eine krasse Empfehlung. Und das ist eine Empfehlung, die gerade innerhalb meines Metal-Dunstkreises sonst ich einfach nicht drauf gestoßen wäre. Ne? Man kommt da auch nicht aus seiner Bubble raus. Umso schöner, dass ihr dann vielleicht bis hierhin sogar gekommen seid und diese Empfehlung aufnehmen könnt. Hört mal rein. Lasst mich wissen, was ihr so denkt, auch von dem Musikvergleich, den ich hier geprägt habe. An was erinnert euch das? Tippt fleißig ein, falls ich euch da irgendwie, ja, was zum Schreiben aufgefordert habe. Ich kommentiere wie immer alles zurück. Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch gefällt. Falls ihr noch mehr monatliche Entdeckungen sucht, abonniert den Kanal. Jeden Monat kommt hier genauso ein Video heraus. Häufig im Black Metal, aber auch in anderen Genres, wie man heute ganz klar gesehen hat. Und dann bleibt mir nur zu sagen, mal sehen, was wir als nächstes haben. Bis dahin, ciao, ciao.